Hallo und willkommen bei Spartanat. Ich bin Lieutenant Dan und heute zeige ich euch den Winson Quadrans-Telemeter in der High-Vis-Version. Kurz, die alte Version haben wir euch ja schon genau vorgestellt des Quadrant-Telemeters. Das ist dieses Plastikkärtchen mit Schnur hier, damit ihr es besser sehen könnt. Im Endeffekt habt ihr eine Acrylglasplatte mit diversen Skalen drauf. Und anhand dieser Gradskala und der Schnur könnt ihr Entfernungen berechnen. An der Rückseite habt ihr einen Neigungs- und Winkelmesser, ein Sonnenquadrat und eine Feinunterteilung für Neigungsmessung. Mit diesen analogen Hilfsmitteln könnt ihr sehr gut Entfernungen und Winkel messen und Entfernungen und berechnen, ja. Wir haben es fast täglich mit uns mit und verwenden es eigentlich sehr häufig, egal ob bei Spaziergängen, wenn wir mal schnell wissen wollen, wie weit etwas entfernt ist, oder auch auf der Schießbahn, um die Entfernung zum Ziel zu bestimmen oder eben die Winkelabweichung beim Präzisionsschießen. Nun aber zur neuen High-Vis-Variante. Ihr bekommt geliefert einmal die kleine Gewichtsscheibe, die lange grüne Schnur und eine kleine rote Schnur, um Winkel zu übertragen. Eine Anleitung in Deutsch und Englisch. Und natürlich das Quadrant-Telemeter selbst. Diesmal im formschönen weißen Acryl gehalten. Mit eigentlich weißes Acryl, mit schwarzer Acryl-Sandwich-Bauweise. Und das Ganze wird dann gelasert, sodass die weiße Schicht durchdrungen wird und die Skala somit nicht aufgedruckt ist, sondern ja, durchgeätzt. Somit kann sie nicht verwischen, egal wie stark es verdreckt oder sonst was. Die Skala ist immer sehr gut zum Ablesen. Ihr kennt auch schon, prinzipiell die Skalen sind gleich. Ihr kennt auch, ja, High-Vis eben, weil es weiß ist. Funktioniert auch sehr gut bei Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen, mit einer kleinen Taschenlampe oder mit Rotlicht im Feld. Ansonsten ist größtenteils alles gleich. Nur eine Verbesserung, die durchgeführt wurde. Die eine Verbesserung findet sich hier oben. Hier habt ihr nach der 7-Grad-Markierung noch eine kleine zusätzliche Markierung. Das ist die 7,5-Grad-Markierung. Die ist für astronomische Zeitberechnungen wichtig, denn das entspricht 30 Minuten zu einem Fixstern bei Erdrotation. Wirklich sehr gefinkeltes Teil. Könnt damit auch die Zeit bestimmen, wenn ihr wollt. Mit der Rückseite. Was haben wir sonst noch? An der Rückseite wurde die Neigungsskala auch jetzt in 10er, also 10, 20, 30 Grad, wenn hier nur 20, 40 abzulesen waren. 150, 300, 1000, das ist soweit alles gleich. In Summe kommt mir vor, dass hier die gelaserten Linien feiner sind als beim Vorgängermodell und sich dadurch noch besser ablesen lassen, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Ansonsten ist es gleich dick, gleich groß. Das sind die Vorderseiten mit den Gradskalen. Funktionieren sehr gut. Und die Rückseiten. Was auch gut ist, dass das schwarze Acryl hat immer die Eigenschaft, dass es, ja, hier seht ihr es leicht reflektiert. Also man hat den Vorteil, man könnte es theoretisch als Notsignalspiegel verwenden. Ja, könnte. Aber in Summe finden wir die weiße Version gelungener. Sie wirkt auch leicht silbrig. Wirklich sehr schön. Ja, kommen wir nun zum Zusammenbau des Quadrant-Telemeters, denn er ist noch nicht ganz fertig. Ihr müsst nämlich noch die Schnur und das Gewicht anknoten. Also,
Los geht's. Die Schnur binden wir einfach hier an diese mittlere Öse an mit einem Palsdeck. Den Knoten, wer ihn noch nicht kennt, ich verlinke euch unten den Link zu unserem Video. Könnt ihr anschauen und üben. Aber im Prinzip ein relativ simpler Knoten, auch wenn es bei so kleinen filigranen Schnüren oft schwierig ist zu knoten. Aber Übung macht den Meister. Ich hätte eine Pinzette nehmen sollen. Und wieder rein. So. So, der erste Teil ist nun geschafft. Jetzt müssen wir ans andere Ende. Das Gewicht anknoten. Auch wieder ein guter Palsdeck. Falls ihr kleine Kinder habt, könnt ihr die dazu zwingen, das zu machen, denn die haben schöne kleine Finger. Das geht dann leichter. Oder man nimmt eine Pinzette, wenn man eine hat. Ich habe keine. Irgendwann ist auch das geschafft. Somit könnt ihr jetzt schön Winkel messen. Dazu nehmt ihr den Schnur, geht hinten über die Skalenseite und hängt das Ganze oben ein. Jetzt muss nur noch die Schnur, lasst ihr dann auspendeln. Könnt ihr Winkel messen. Über diese Kante könnt ihr visieren, wo ihr hin wollt. Jetzt schaut das Ganze sozusagen 30, 40 Grad nach unten oder oben. Ist 0. Ja, 30 Grad nach oben oder 30 Grad. Oder eine Neigung von 60%. Es gibt euch sowohl Grad als auch Prozent die Neigung aus. Als der Winkel, der sich zwischen dieser Kante hier befindet. Ich halte das andere dazu. Als dieser Winkel. Oder der Winkel nach unten. Jetzt kommt der schwierigste Teil, aber der wichtigste Teil eigentlich. Denn nun müssen wir noch einen Knoten machen, der genau, oder um genau visieren zu können, dann nehmt ihr das am besten in den Mund und dann wieder raus. Und dann könnt ihr zwischen dieser Linie die Winkelgröße bestimmen und dann lustig rumrechnen anfangen. Nur damit das wirklich den Grad entspricht, müsst ihr genau 57,3 cm mit eurem Auge von Quadranttelemeter entfernt sein. Das Warum erklärt er in seinem Buch ganz gut. Das führen wir hier jetzt nicht aus, da es viel zu mathematisch werden würde. Wir kümmern uns nur darum, dass wir eine Öse oder Knoten bei 57,3 cm zusammenbringen. Ich habe ein Maßband. Als kleinen Trick, ihr könnt hier einen Zahnstocher oder einen Splint oder irgendwas nehmen, den Knoten auf dem Stäbchen oder hier Zahnstocher zu machen, denn dann könnt ihr den Knoten noch einfach verschieben. Da 57, oh, jetzt drehe ich das wieder. 57,5. Was haben wir jetzt? 57,3. So. Das ist jetzt der Abstand, den ihr haben müsst vom Auge zur Karte. Ist das natürlich dieser sehr kleine Knoten. Andere Modell habe ich einfach eine Schlaufe eingeknotet, damit ich das Ganze leichter zu fassen bekomme und die Schnur besser spannen kann. Das mache ich jetzt hier auch. So, geschafft. Wir haben jetzt noch diese zwei kleinen Knoten drauf gemacht. Der erste Knoten im Drittelpunkt und der zweite im Halbpunkt und hier hinten der dritte Punkt. Nun habt ihr es eigentlich geschafft und das Winson Quadrattelemeter ist einsatzbereit.
Das Wie verlinke ich euch noch in der Textbeschreibung. Bis bald, euer Lieutenant Dan.